In dem heutigen Video zeige ich dir einen richtig krassen GTA 5 Online Money Glitch, da du wirklich innerhalb von ein paar Minuten mehrere Millionen GTA Dollar machen kannst und das Ganze wirklich unlimited, solo, wirklich auch für Anfänger. Das Ganze kannst du auf dem PC machen, auch auf der Playstation oder auch auf der Xbox. Deshalb, wie gesagt, mach den Glitch auf jeden Fall mal nach, wenn du jetzt hier dieses Video siehst. Möchte ich dich aber auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, falls du es noch nicht mitbekommen hast, und zwar mache ich ja oder verlose ich wieder 100 Millionen GTA Dollar an 3 Abonnenten. Wenn du bei dieser Verlosung unbedingt mitmachen möchtest, dann kannst du das einfach machen, und zwar du musst jetzt einfach nur erstens dieses Video liken, zweitens ein schönes Kommentar unter dieses Video schreiben und drittens du musst meinen Kanal abonnieren. Wenn du diese drei Dinge getan hast, dann kannst du auch natürlich bei dieser Verlosung gewinnen. Unter anderem möchte ich dich natürlich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, falls bei dir momentan gar kein Money Glitch funktioniert, was ja auch ruhig mal passieren kann, oder du hast irgendwie gar kein Geld und hast auch gar keinen Bock irgendwie einen Money Glitch gerade zu machen, dann kannst du auch gerne einfach mal unten in der Videobeschreibung bei meinem Partner vorbeischauen, und zwar Loopfer Games. Das ist mein Partner, da kannst du wirklich ganz günstig GTA Moneys kaufen, also ein Money Boost, Unlock Alls kaufen, wirklich, und das wirklich übertrieben günstig. Das ist wirklich 1000-mal günstiger als irgendwelche Sharkards hier, wenn du es bei GTA kaufst. Also würde ich euch auf jeden Fall nur raten. Schau auf jeden Fall mal bei Loopfer Games vorbei. Du bekommst natürlich auch noch einen Rabattcode von mir, und zwar GLOPERYT. Das ist der Rabattcode von mir. Da bekommst du nochmal 10% Rabatt auf deinen Einkauf. Deshalb, wie gesagt, einfach gerne mal gönnen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal einfach an mit dem Money Glitch. Und zwar der Glitch fängt jetzt einfach mal an hier bei diesem Kiosk. Schau auf jeden Fall mal, wo der Kiosk ist. Der sollte irgendwo am Strand sein in der Nähe. So, dann gehst du erstmal auf zu diesem Kiosk. Und jetzt ist es wichtig, dass du das Ganze jetzt erstmal hier ausraubst. Also, aber ein bisschen anders. Und zwar, wir tun jetzt hier mal unsere Waffe rausholen, bedrohen den und schauen, dass der jetzt unser Geld uns gibt. Wichtig ist natürlich, dass wir den jetzt erstmal bedrohen, aber wichtig ist, dass wir den nicht umbringen. Also wir bedrohen den einfach nur und warten, bis er halt eben diesen Geldsack eben fallen lässt. Und sobald er den Geldsack fallen lässt, müssen wir die Escape-Taste drücken oder einfach die Optionstaste, je nachdem. Ich mache das Ganze auf dem PC. So, und die Escape-Taste drücken und gehen einmal auf Online und dann gehen wir auf GTA Online verlassen. So. Wir drücken hier auf GTA Online verlassen. Es ist völlig egal, ob du bei Franklin, Michael oder Trevor spawnst. Wichtig ist halt eben, dass du den Besitzer vom Kiosk halt eben nicht umbringst. So, das ist erstmal die erste Sache, was du jetzt eben hier tun musst. Und dann sollten wir relativ schnell hier bei Franklin landen. Es ist auch völlig egal, wie gesagt, ob du auf dem PC das Ganze machst, auf der Xbox oder auf der Playstation. Es ist völlig egal, das funktioniert bei allen drei gleich. Und dann sind wir jetzt bei Franklin, drücken auch wieder die Optionstaste, gehen auf Online und gehen einmal wieder auf geschlossene Freundessitzung. Wichtig ist, dass es eine geschlossene Freundessitzung ist. Zu der gehen wir jetzt auch gleich wieder. So, dann sollten wir jetzt auch relativ schnell wieder hier bei diesem oder bei unserem Kiosk hier eben spawnen. Vorteilhaft wäre halt einfach, wenn du Spawnpunkt auf letzter Ort machen würdest. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Hier habe ich euch ganz kurz gezeigt, welcher Kiosk das nochmal ist. So. Gehen wir hier nochmal ganz kurz raus und müssen jetzt hier das hier machen. Und zwar, wie gesagt, wir sind in einer geschlossenen Freundessitzung. Und jetzt holen wir wieder die Waffe raus, bedrohen den wieder. Diesmal müssen wir das aber leider ein wenig anders machen. Und zwar, diesmal bedrohen wir ihn. Und sobald er jetzt diesmal diesen Geldsack fallen lässt, müssen wir ihn erschießen und die Escape-Taste drücken oder Option-Taste, je nachdem. So, und dann warten wir hier ganz kurz, bis der uns den Geldsack hier eben fallen lässt. Und das sollte relativ schnell gehen. Das dauert immer ein bisschen lang, bis er hier mal das Geld rausfallen lässt, für das es so wenig Geld ist. So, erschießen wir ihn. Escape-Taste online. So, und jetzt müssen wir auf Sitzungen nur für Spieler mit Einladungen. Wichtig, wie gesagt, nur macht das wirklich exakt so, wie ich das auch jetzt hier in diesem Glitch eben zeige. So, dann spawnen wir hier wieder. Auch wieder relativ schnell, das ist eigentlich ganz cool. So, jetzt kommen wir zu einer knifflig ist nicht. Aber diesmal müssen wir ein bisschen was anderes machen. Und zwar, wir steigen zu unserem Auto. Oder halt, es ist auch völlig egal, ihr könnt auch hinlaufen. So. Jetzt ist das hier erstmal abgeschlossen. Wir sind hier in einer Sitzung für Spieler mit Einladungen. Und jetzt müssen wir hier, ich zeige es euch hier, sind Automaten hier um den Dreh. Gleich um die Ecke. Und dann fahren wir hier ganz kurz zu diesen zwei Automaten eben hin, also zu dem ATM-Automaten, Geldautomaten, und steigen hier aus. Und jetzt müssen wir hier ganz kurz unseren Zugriff haben. Wichtig ist, dass du ein wenig Bargeld hast. Es ist völlig egal, wie viel Bargeld du hast, völlig egal, du musst aber ein bisschen Bargeld haben. So,
Und das Ganze machst du jetzt auf Einzahlung. Drücken wir auf Einzahlung und wir müssen das ganze Geld einzahlen. Drücken einmal auf Ja, bestätigen und ganz schnell raus und auf Escape-Taste drücken oder Option-Taste und drücken auf Online, gehen auf Jobs und dann gehen wir auf Jobs spielen. Von Rockstar erstellt. Und gehen jetzt auf uns Überlebenskämpfe und das Ganze auf Schrott und Knochen. So. Das Ganze bestätigen wir einfach und starten solo eine Runde. So, das bestätigen wir jetzt einfach ganz kurz und sobald wir in dieser Runde drin sind, geht das relativ flott. Möchte aber übrigens auch noch kurz was sagen, wir sind kurz vor den 20.000 Abonnenten. Leute, macht die 20.000 Abonnenten voll, weil sobald die 20.000 Abonnenten voll sind, mache ich einen Livestream und verlose 5x 100 Millionen GTA-Dollar und das live, Leute. So, gehen wir auf Online, sobald wir drin sind und gehen einmal auf Neue Sitzung finden und eine geschlossene Freundessitzung. Und sobald wir gespawnt sind oder jetzt gleich, sollten wir jetzt diese Meldung bekommen und wie ihr seht, so, wir sollten diese Meldung bekommen, Leute, und dann hast du hier ganz easy Geld dir erglitscht, Leute. Dann würde ich sagen, hoffe ich, es hat bei euch auch funktioniert, Leute, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Glopurin.